Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Shoot. Ich bin ja nicht nur waffenverrückt, sondern auch ein bisschen computerverrückt. Das ist nämlich so mein Beruf. Und ich habe aus einer Kamera, einem Raspberry Pi, das ist so ein Minicomputer, und einer externen Stromversorgung ein interaktives Zielfernrohr für Waffen gebaut und verbinde damit beide meiner Leidenschaften. Und das stelle ich euch jetzt einfach mal vor, weil es ein bisschen verrückt ist. Viel Spaß! Bevor ich das jetzt im Detail zeige, erkläre ich euch einfach mal kurz, was ist ein Raspberry Pi? Das ist ein kleiner Minicomputer, der relativ kostengünstig zu erwerben ist, ist so aus dem Bereich Schulen lernen. Ist also für Jugendliche und Kinder gedacht, die halt wirklich mal selber was zusammenbasteln wollen. Und da die Komponenten alle super günstig sind, kann man damit selber als Erwachsener natürlich auch coole Sachen basteln. Das wird auch von vielen gemacht. Und ich habe mich einfach mal hingesetzt und habe gedacht, na, bauen wir mal irgendwie nicht ein Mediencenter oder was weiß ich, oder einen kleinen Miniserver oder so, sondern bauen wir tatsächlich mal ein interaktives Zielfernrohr. Dafür habe ich mir den Raspberry Pi gekauft und die Kamera, die dazu gehört. Da ist wichtig, wenn ihr so eine Kamera kauft und an ein Gewehr schraubt, die darf nicht nachtsichttauglich sein, sonst ist das ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Das nur kurz als Hinweis. Dann habe ich dazu gekauft noch ein Case mit einem Touchscreen, so dass ich das interaktive Zielfernrohr auch bedienen kann. Und es ist ja nicht besonders zielführend, wenn ich dafür irgendwie in meinen Monitor mit mir rumschleppen muss, deswegen der Touchscreen. Dann habe ich noch einen WLAN-Adapter, mit dem ich halt mich mit der externen Welt verbinde, wenn ich möchte, auch zum Beispiel mit dem Internet. Und dann habe ich noch eine externe Stromversorgung, die ich jetzt mal direkt anschließe. Und dann zeige ich euch mal, was das Raspberry im Detail so kann, wie das so funktioniert, was das so macht. Und wir schauen mal rein. Das finde ich immer sehr faszinierend, wenn man das Ding hier startet, weil das ist jetzt irgendwie eine Knarre mit Linux. Sehr interessant. So, jetzt startet der Desktop-Bildschirm. Ich habe das übrigens so gemacht, dass man zwei verschiedene Desktops sozusagen hat. Auf einem läuft das Zielfernrohr und auf dem anderen kann ich zum Beispiel eine Entwicklungsumgebung laufen lassen, wo ich mich dann zum Beispiel mit VNC connecte oder so, oder wo ich auch einen Fernseher dran anschließen kann, weil damit kann ich nämlich zum Beispiel auch Filme gucken oder im Internet surfen, ne? Obwohl das eigentlich ein Zielfernrohr sein soll, aber egal. So, jetzt sind wir da und ich hole die Kamera jetzt mal rum und dann zeige ich euch mal, was ich da gemacht habe. So, jetzt sieht man mal die Ansicht, wie man es tatsächlich als Schütze sehen würde. Ich habe das jetzt alles übrigens nur relativ grob mit Gaffer befestigt, weil ich hatte mir so Blöcke gekauft für eine 11mm Prismenschiene, die ja hier bei dem Bruger integriert ist, aber die finde ich jetzt gerade irgendwie nicht aus. Dann müsste ich da eh nochmal gesondert Schrauben für holen. Und, aber egal, mit Gaffer zum Zeigen reicht es ja erstmal. Wir werden das übrigens auch mal probeschießen. Das habe ich also wirklich fest vor. Da gibt es nochmal ein Video zu. Ja, so sieht das Ganze aus. Wenn das gebootet hat, dann wird also auch automatisch schon mein Python-Programm gestartet, das ich selber geschrieben habe, das mir halt hier dieses Absehen einblendet, wo ich auch ein paar verschiedene Funktionen habe. Ich kann also auch ein Video aufnehmen oder ein Foto machen. Ja, das habe ich alles selber programmiert, weil ich das beruflich mache, kann ich sowas, Gott sei Dank. Und ist wie gesagt mit Python gemacht. Ich stelle auch alles, was ich hier mache, zur Verfügung. Also ich verlinke euch genau, welche Komponenten ich verwendet habe. Ich stelle auch das Image zur Verfügung, dass ihr euch das, was ich bisher programmiert habe, auch tatsächlich einfach nur auf die SD-Karte von eurem Raspberry installieren müsst und einfach starten müsst. Und dann müsste es eigentlich laufen, wenn das alles so genau angeschlossen ist wie bei mir. Stelle ich also auch natürlich zur Verfügung. Und jetzt gucken wir einfach mal hier in die Komponenten rein. Ja, wichtigste Funktion ist natürlich erstmal hier als YouTuber, ne, hier Video machen. Das ist also übrigens hier Touchscreen alles, kann ich also per Touchscreen steuern. So, ich starte mal die Videoaufnahme, habe ich so mit dem Fingerchen gemacht und dann ja, sieht man schon, jetzt nimmt er gerade halt über das Raspberry auf. Ich mache mal hier so ein bisschen, mache ich mal irgendwas und dann würde ich sagen, gucken wir uns das gleich mal, blende ich das mal ein, oben in der Seite oder so, und dann, dass ihr mal gucken könnt. Die Qualität ist jetzt nicht besonders super von der Kamera, aber das ist ja auch irgendwie scheißegal. Ist ja auch nur so ein bisschen, weil es geht, ne? Das mache ich die Aufnahme wieder aus. Konvertiere bitte Video, bitte warten. Weil ich weiß, dass das hier auch international ein großer Erfolg werden kann, ist ja, die Sprache übrigens mehrsprachig. Also wenn ihr in England seid und einen englischen Raspberry habt, beziehungsweise die Sprache auf Englisch stellt, dann steht da oben auch nicht mehr Deutsch, sondern Englisch. Ich habe also auf Mehrsprachigkeit geachtet. So, während das Video jetzt hier konvertiert, gucken wir noch mal so die anderen Funktionen durch. Man hat also oben
Hier sieht man es da, der Knopf ist Ende. Da kann ich das Ganze beenden. Und dann habe ich hier zurück und vor. Da kann ich also die verschiedenen Absehen wählen. Man hat eben nicht nur dieses Absehen hier, sondern man kann eben auch andere. Ich mache einfach mal hier zu vor. Sieht man, jetzt habe ich einfach hier so ein Crusader Cross, habe ich es genannt. Das sind irgendwelche Grafiken, die dann eingeblendet werden. Was haben wir noch? Einfach einen roten Punkt, also einen roten Kreis. Sehr beliebt, einen vollroten Punkt. Dann natürlich das Absehen 1 vom Nagant, das konnte ich mir nicht verkneifen, das muss natürlich auch rein. Dann haben wir noch ganz normales Mildot. Und dann sind wir wieder beim Ursprung. Dann kann man das Ganze natürlich auch speichern. Also wenn man hier die Einstellungen gemacht hat und man beendet das oder so, das wird immer dann so gestartet, wie man es letztens verlassen hat. Also so verliert er zum Beispiel auch nicht diese Einstellung, wenn ich jetzt zum Beispiel sage hoch. Ja, kann ich also auch, muss ja irgendwie das einstellen können. Falls ich das Fest mal installiert habe, muss ich auch den Zielpunkt irgendwie einstellen können. Das wird einfach gemacht, indem man das Absehen verschiebt. Was beim Nagant zum Beispiel auch so ist. Ne? Also man verschiebt im Grunde das Absehen einfach nur. Und das ist zwar sehr rudimentär, aber es funktioniert. Und ich kann natürlich auch noch nach links und rechts. Ne? Und das wird natürlich beim Speichern auch beim Verlassen auch gespeichert. So. Ja, und so sieht das Ganze aus. Und man sieht also, denke ich, schon auch, dass das eigentlich relativ gut funktioniert. Und das hat natürlich jetzt verschiedene Vorteile, das so zu machen. Einerseits ist es ein Riesenvorteil, wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, ich wäre im Gefecht mit so einer Waffe und das wäre wirklich mal hier etwas ausgereift und so. Dann kann ich zum Beispiel abends mich per WLAN einfach connecten und kann im Internet surfen oder Facebooken oder mir irgendwie ein Porno angucken oder so. Kann man alles machen damit. Ist halt ein ganz normales Linux letztendlich. Ja, ich kann damit Fotos machen, Videos machen, das habe ich schon gesagt. Und was aber auch ganz toll ist bei dem Gerät, jetzt müsste man sich mal vorstellen, man hätte hier, das ist so ein Plan, den ich noch habe, eine Befestigung, die man schwenken kann. Weil die Kamera ist ja einzeln, man sieht es hier, die Kamera ist eben einzeln. Das heißt, solange die fest montiert ist, kann man mit dem Ding hier ja eigentlich machen, was man will. Und geil finde ich halt, wenn man das schwenken könnte. Dann kann man nämlich tatsächlich um die Ecke schießen. Man schwenkt halt das ganze Ding einfach, meinetwegen nach links. Wenn man links um die Ecke schießen will, dann hält man das Gewehr halt drumrum, guckt in das Display rein und kann quasi dann um die Ecke ballern. Das finde ich halt eine sehr geile Idee. Und das Ganze hat alles in allem vielleicht, ich sag mal so 120 bis 150 Euro gekostet, hier mit dem Akkupack. Das ist auch so ein Mega-Ding. Den gibt es auch in kleiner, aber ich habe jetzt mal hier so einen großen genommen. Ja, das war es im Grunde schon zu meinem neuen Spielzeug, dem Raspberry Pi. Ich nenne es Gunberry, das ganze Projekt. Halt ein Zielfernrohr bauen mit günstigen Komponenten, Linux-basiert. Ich weiß nicht, was die Open Source Community dazu sagen wird, weil die ja immer so ein bisschen Anti-Gun sind teilweise. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das war jetzt eine Kurzvorstellung von meinem neuen Projekt mit dem Namen Gunberry. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Es war spannend, weil sicherlich ein spannendes Thema. Wie kann man aus Low-Budget-Komponenten irgendwas Cooles bauen? Und mich wundert es auch ein bisschen, dass das bisher noch niemand irgendwie so auf die Waffenwelt übertragen hat, weil das, finde ich, ist eigentlich eine geile Idee. Und wenn man das ein bisschen professioneller angehen würde, könnte man da echt richtig geile Sachen mitbauen und vor allem relativ günstig, ne? Weil viele Sachen, die es in dem Bereich gibt, zum Beispiel mit Lasermessungen oder, ne? Die sind halt sehr, sehr kostspielig und ja, mich hat einfach interessiert, was kann man machen mit einem kleinen Budget. Und man sieht ja, wenn man ein bisschen kreativ ist, kann man was machen. Und ich hoffe, dass dir das irgendwie ein bisschen gefallen hat und sag, ich bin raus für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, gib mir doch einen Daumen nach oben. Lass mir auch ruhig einen Kommentar da. Was hältst du von solchen Ideen, von solchen Projekten? Und wir sehen uns nächste Woche, Donnerstag um 18 Uhr. Bis dann. Ciao.